Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Röp hier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge haben wir die Lanze von Kresnik geborgen aus dem Wasser, aus dem Meer mit Gaius und Co. Und jetzt werden wir von irgendwas angegriffen. Was das ist, das sehen wir jetzt. Wow, das ging schnell. Das klingt schon mal sehr beruhigend. Oh Gott, nein. Geh weg. Nein. Ist klar. Was willst du von uns? Aber ach du Kacke. Boah, was für ein Surprise-Boss-Kampf schon wieder. Nein, nicht zaubern. Alter. Mann, was ist das für eine Magie, was die da einsetzt oder was auch immer? Oh Gott. Ha! Stabverlängerung, aber. Komm, Jude, hilf mir mal. Mach sie hin, na? Jude, hilf mir mal auf. Danke. Mich mal diese. Oh nein. Bitte keine Mystikart, nein, bitte. Was macht sie da? Oh Gott. Oh nee. Oh nein, ein Todesball. Hat sie sich von Freezer abgeguckt? Oh, das war sehr. Ach du. So. 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 Und jetzt. Feenheilung. Feenheilung. Elfenheilung, meinetwegen. So. Mein Gott, ey. Mein Herz. Boah, mach das nicht nochmal. Und zack. Ich hab gesagt, irgendwie hat sie nicht die Mystikart eingesetzt, was soll denn der Scheiß? Ach du. Du hast Elise mit einem Schlag fertig gemacht. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Zum Glück habe ich noch welche. Jawohl. Ach, da kann ich auch. Oh, komm mal da aus der Ecke raus. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Nein, ich glaube nicht. Sag mal, spinnst du? So, jetzt haben wir Elfen nicht, um die Abwehr zu brechen. Lise, was machst du da? Geh weg. Sturm Pirouette. Au. Au, 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 au. Na komm. Nein. Nimm mich bitte nicht auseinander. Wow, geil. Wir können den Angriff abwehren wegen der Zauberverteidigung von. Nein. Von Dingens. Rowan. Super. Nein, Ron. Jawohl. Mit dem Kombo gewechselt. Und ich bin gelähmt. Oh, super. Sollte vielleicht Ron als Partner annehmen. Oder immer wieder wechseln. So, gehst du mal auf mich los? Verdammter Dreck. Hat sie uns gerade mit ihren Haaren angegriffen? Das macht sie die ganze Zeit. Ja, super. Und Sturm Pirouette. Hä? War ich das?
Sag mal, hörst du auf damit? So. Mir fällt gerade auf, die können richtig viele Angriffe verbinden. Los, komm her. Oh, hier kann ich angreifen. Aua. Fuck. Was war das denn? War ich so, jetzt bist du dran. Komm her. Oh, danke. Nix da. Du kommst erstmal tüftig eins aufs Maul. Und zack. Verdammt! Hallo, Ron. Nein, schon wieder ein Todesball. Nein, das hat nicht geklappt. Das hat aber geklappt, geil. Aua, hahaha. Au. Rowan. Die ist schon wieder im Dingens? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich hab keine TP. Rowan, hilf mir mal. Die macht mich alle. So, verdammt. Und wie viel AP hast du noch? Bist gleich tot. Aua. Aua. So. That was really close. We stopped her somehow. She didn't seem like her usual self. Nee, die war überhaupt nicht so drauf wie sonst. Not yet. There's all. I feel much stronger. Ei, ei, ei. Mann. Übel. It's a good thing we didn't try tackling her on our own. Sie jagt hier Schiffe eins nach dem anderen in der Luft, aber uns kann sie nichts anhaben. Wir sind awesome. Protect Risa and Maxia. How am I supposed to know? So you are acting under order. Please, you have to tell us. Where is Maxwell? We need to know. Oh nein. What do you people want with Lord Maxwell? So there is another Maxwell after all. Musée, this can't be what Maxwell really wants, can it? Of course it can! Lord Maxwell, is this not your divine will? Lord Maxwell, please! Command me to smite these humans! What is happening to her? I do not know. Was zum? Natürlich. Jetzt legt Gaius los. Gaius, no! After His Highness, send word to the Chimeriad. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er macht. Wo sind wir? You sure this is the right place? What? Oh nee. What's the big idea, Featherneck? Are you gonna tell us why you're doing this? Because it's dangerous. What is? Us? No, Jude. You. Why would you say that? Having Jude meet Maxwell may impede on Gaius's progress. Is that what you believe? You think I would get in Gaius's way?
Don't let them escape. Now please come quietly. Was? Wir lassen uns. Was? Ganz ehrlich, wir haben Yuse erledigt. Die ganze Flotten von diesen Typen erledigt haben. Und. Wait, really? Now, let us find Gaius. But where'd he go? One place. Ja, ihr wisst schon mal, worauf ich hinaus will, ne? Yes, precisely. Come on, guys. I wouldn't mind a heads up next time you plan a rescue. What? I'm not a mind reader. Ah, Jude. I've no excuse for my performance. Age must have dulled my combat skills more than I'd realized. Apropos Kampffähigkeiten. Level 50. Geil. Bestimmt gibt's hier wieder Level 200 oder so. Schnelligkeit verbessern. Ins ausgewählten Verbündeten. Meinetwegen. Zack. Oh, du brauchst mal eins. Was nehmen wir denn? 1, 2, 3, 4, verdammt, 1, 2, 1, 2, 3, 4, verdammt, 1, 2, verdammt, verdammt. Okay, dann muss ich hier irgendwas nehmen. Wo waren die FP hier, ne? Schicklichkeit, perfekt. Und Teppe, ne, Bewegung. So. Ach, du bist noch bei Kugel 1. Das wollen wir doch mal ändern. Hier haben wir wieder FP. Nimm mal FP. Dann nehmen wir hier unten das Ding, dann haben wir auch schon mal was. Schrittschutz umgeht jetzt Zauberer während eines schnellen Schrittes. Okay. Tippe. Noch mehr Tippe. Tapete. Stärke ganz wichtig. Ich habe noch das Schlüsseldingen, verdammt. Dunkelschutz. Du bist schon ein weiter, glaube ich, Elise. Krieger 2, nein. Tipo Gebrüll. Kugel 1, ey. Schon sagen. So, hier habe ich schon die meisten, deswegen macht mein Rest auch. Wo Stärke zwar voll für ein A ist bei Elise. Aber egal. Oh, das heißt gleich um, sehe ich gerade. So, was haben wir hier? Ersatzbank-KP, was? Nö. Alter, heimlich tippte, wenn du. Ey. Okay, das ist vielleicht nützlicher. Partnerwechsel und das Wirken verbundener Arzt verlängert die Grenzüberschreitung um 2 Sekunden nur einmal pro Kombo möglich. Okay. Oh. Tipo Meister. Erhalte beim Spotten 2% mehr TP und 5% mehr KP. Geil. Ja, mit. Und wieder Auferstehung. Erwache mein kaum mit 40% wieder zum Leben. Funktioniert nur einmal pro Kampf. Oh, cool. Werden ja immer besser die Sachen nicht bekommen. Ich will Erdschutz. TP Wiederherstellungsabwehr, Zauberschutz. Und kurzer Gewinn. Nein. Schrittschutz. Und geht das Zaumrisiko? Nein. Das will ich mal gucken. Irgendwann, wenn ich daran denke. Geister ist aber auch ein verdammt. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Doppelschub. Und. Ja, meinetwegen. Ja, komm. Und gewonnener Titel, brauner Girl. Ja, aber ich würde sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xilla. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.